Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel, liebe Stiere. Es freut mich sehr, dass ihr hier zugeschaltet habt für die Liebesenergien für die kommende Woche. Und das habe ich dir zu erzählen. Das Thema der Woche für alle Sternzeichen, ja, ist so, wie du auf dem Deckblatt vielleicht schon gesehen hast, dass die Blume aus vielen Blütenblättern besteht. Also es gibt ja natürlich Blumen, die auch aus einer wunderschönen bestehen, aber es geht um die mehrheitlichen Blumen. Und das Ergebnis, das wunderschöne Ergebnis besteht aus vielen Einzelteilen, ja, das wiederum die Einzigartigkeit und die Vielfalt darstellt. Das heißt aber auch, das kann man natürlich vielfältig interpretieren, dieses Bild und diese Aussage, weil das heißt ja auch für dich, du bist vielfältig und du bist einzigartig, so wie du bist, weil du aus so vielen verschiedenen einzigartigen Erfahrungen und Möglichkeiten bestehst und Potenzial, dass kein zweites so ein Wesen über die Erde läuft. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, das positive Ergebnis einer Partnerschaft oder ein sonstiges ist ein Bestandteil, also ist ein Ergebnis von vielen, vielen Bestandteilen, die aufeinander zusammenstoßen und entweder läuft es gut oder läuft es eben nicht gut. Ja? Für dich, liebe Stier, habe ich eine Energie wahrgenommen, die, wo ich das Gefühl bekommen habe, dir bleibt der Atem weg. Ich habe gesehen, wie du erstmal in eine Kurzatmigkeit übergegangen bist und dann bist du quasi fast weggekippt, weil dir nicht genug Sauerstoff bekommen hast, ja. Weiß aber nicht wieso. Es wird wahrscheinlich bei jedem was anderes, ja. Okay. Was ist denn die herausfordernde Energie in dieser Woche? Nochmal die Fühle. Es ist fast bei sehr, sehr vielen Sternzeichen. Genau darum geht es ja. Und da ist die Traurigkeit. Nicht annehmen können, dessen, was da ist, weil du noch an irgendwas Alten noch festhängst können. Also es kann sein, dass dir eine Welt geboten wird, mit der du einfach nichts anfangen kannst, weil du noch mit alten Glaubenssätzen, Überzeugungen, deiner alten Welt so gefangen bist, dass du das Neue gar nicht wahrnehmen kannst. Du siehst es gar nicht, ja. Aber es geht ja darum, dass du dich davon eben abwendest, von dieser emotionalen Lage, an der du da hängst. Okay, welche Energie unterstützt dich? Kann sein, dass du natürlich noch Freiheit, ja, das loslässt. Das loslässt, ja, die zwei. Und Offenheit, sich auf etwas einlassen, etwas Neues einlassen, eine ganz neue Welt. Es kann sein, also, wenn du zum Beispiel in einer Partnerschaft bist, die eine Seelenpartnerqualität besitzt, ja, dann ist das eine Partnerschaft, die du nicht fangen kannst. Ja, die ist da und die ist nicht da. Und du bist aber in einer Welt aufgewachsen, wo es heißt, wenn wir zusammen sind, dann müssen wir zusammen wohnen, zusammen Wäsche waschen, zusammen einkaufen, bla, 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 ja. Und diese Partnerschaft lehrt dich aber offen zu sein, dass es auch eine andere Art von Liebe und Partnerschaft gibt und dass sie auch funktioniert. Das musst du aber erstmal sehen, ja. Warum ich gerade in solche Art von Partnerschaften spreche, weil hier die 22 gefallen ist. Gefühle. Du denkst, das ist falsch. Du denkst, das ist ein Weglaufen vor einer Entscheidung. Ja? Die Akzeptanz der Freiheit ist eine fehlende Entscheidung für dich möglicherweise. Ja? Dass da jemand davor wegläuft, kann ja auch sein. Die Situation kann auch so sein. Ja? Und das ist das, was für dich so anstrengend ist, weil du dich abgelehnt fühlst. Ja?
du willst 10 der Münzen, also das, was ich gesagt habe, mit allem. Socken waschen, einkaufen, Keller aufräumen, Garten schneiden, ja, Kinder bekommen und so weiter. Du willst alles. Happy Family, komplett, totale Entscheidung für dich, ja. Die Chance haben wir und ich möchte, dass jemand genau die Entscheidung für mich trifft, die Chance ergreift. Die Karten sagen aber, das ist das, was du willst und das ist das, was dir das Leben bietet, sich von der alten Überzeugung zu befreien. Das ist deine Chance. Das fällt dir aber total schwer, ja? Das wäre wie Aufgeben von deiner selbst. Da bist du noch sehr damit verheiratet, mit deiner Vision einer Beziehung. Die Freiheit ist die Entscheidung. Die Beziehung so sein zu lassen, wie sie ist, nicht zu trauern, sondern sie so sein zu lassen. Das wird die Beziehung verändern. Ja? Genau wenn du das akzeptierst und sie der Freiheit übergibst, damit wird sich das Rad des Schicksals drehen. Ja? Offenheit, da musst du schauen, warum du nicht offen bist. Warum du nicht offen bist. Das ist der Hierophant. Hierophant ist nun mal konservativ. Er hat eine feste Vorstellung von einer Beziehung. Ja? Verlobt, verheiratet, Kinder bekommen, Haus gekauft und so weiter. Also das ist natürlich total schubladisiert gesagt, ja. Du kannst eine andere Form haben, ja. Du kannst sagen, ich habe eine andere Vorstellung, aber die ist auch ganz fest, ja. Und das ist deine Überzeugung, so möchtest du es realisieren. Triffst auf eine Person, die mit der Beziehung, Thema, vollkommen anders umgeht. Die sagt, ich finde es wunderschön, aber ich möchte gerne, dass wir immer noch getrennt leben. Ja, jeder hat seine eigene Wohnung. Heiraten möchte ich eigentlich nicht, aber ich möchte mit dir mein ganzes Leben verbringen. Ja, und du sagst, what the fuck, was ist das hier? Ja. Okay, 5 Karten bitte für den Stier. Du kriegst die Einladung, sich einer neuen Welt zu widmen. Ja, du kommst am Ende in Bewegung. Ja, das sehe ich. Weil die Chance kommt auf dich zu. Du kannst natürlich frei entscheiden, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Aber letztendlich, du trittst hier wie ein Page in eine Beziehung, die nicht offen ist für die Vielfalt der Welt. Und das ist wieder diese Blume, von der ich gesprochen habe. Die Einzigartigkeit einer Blume, jede Partnerschaft, jedes Menschen ist so, wie sie ist. Du trittst hier wie ein Page. Und zwar, ich habe was zu bieten und ich habe eine feste Vorstellung und alles andere kenne ich nicht. Und somit weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ja? Genau, diese Karte besagt hier, erkenne einfach die Chance, die ihr habt. Erkenne einfach das, was da ist und lass es sich frei entwickeln. Gebe dem Ganzen nicht vor, wie es sein sollte, sondern lass es einfach brennen, ja? Du kämpfst aber die ganze Zeit gegen das Feuer, ja? Einerseits versuchst du das Feuer wieder zu unterdrücken, dann wieder es wieder aufrecht zu erhalten. Also das ist so ein Kampf hin und her, ja? Es wird aber diese Woche, dieser Moment kommen, wo du dich einfach nur an dem Feuer erfreuen wirst. Und genau darum geht es, ja? Nicht versuchen, daraus ein Projekt zu machen, To-Do-Listen und Co., sondern einfach zu genießen, das, was da ist. Ohne sich darauf zu konzentrieren, dass die 10 der Münzen daraus entstehen,
sondern dass man einfach das Leben genießt und das Miteinander genießt. Und dann geht's vorwärts. Also eine neue Art, die Situation zu betrachten, unter anderem Blickwinkel, ja? So, da kommt die Kommunikation, also die Möglichkeit auch für dein Wachstum, eine Chance für dein Wachstum, Kommunikation mit deinem Inneren, ja, das, was der Eremit dir vermitteln möchte. Warum bist du nicht frei? Warum bist du so eingeschränkt in deinem Dasein, deine Vision der Welt und des von jemand anderen? Transformiere es, ja, und da hast du diese Chance zu wachsen, ja, vom Pagen zu Ritter vielleicht, ja. Ja, nochmal die Chance, zu Ritter zu wachsen, ja. Da merkst du dieses Feuer und da wirst du merken, was es mit dir macht, ja. Dass du sofort versuchst, diesen Vogel hier, der hier in die Freiheit gehen möchte, A, hältst du es hier zurück und B, du versuchst es gleich zu erlegen, ja, statt es einfach frei sich zu entwickeln zu lassen, ja. Genau. Du hast hier die Chance, vom Page zu Ritter der Kelche sich zu entwickeln. Ja, du wirst merken, dass da etwas auf dich zukommt, wo du das Feuer nicht mehr unterdrücken kannst. Ja, das ist wie so eine Hitze, die da kommt. Und das wird dir möglicherweise eben das Atem stocken, weil du das nicht mehr aufhalten kannst. Ja, bis dato konntest du noch das Feuer irgendwie kontrollieren, aber hier wirst du merken, dass du dich hier abackerst, aber es ist da, ja, und es wird immer größer, ja. Du wirst merken, dass es da jemanden gibt, der einfach da ist, hält sich zurück und lässt dich in deine Welt da sein, ja? Und es wäre schön, wenn du es genauso tust. Und das wirst du auch. Diese Erkenntnis wirst du erlangen. Genau. Mit kleinen Schritten könnt ihr euch auf diese Art wieder annähern. Ja, und da sind diese Impulse, vorwärts zu gehen, aufeinander zuzugehen, sich Zeichen zu setzen, dass die Bereitschaft da ist. Genau, ja, mit der neuen Welt, da tust du dir noch schwer, aber das ist auch in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung, das darf sich ja auch entwickeln, das muss auch nicht alles in einer Woche stattfinden. Ja, aber es ist wichtig, dass du diese alte Welt einfach mal verlässt. Okay? So, ich werde mir hier gleich mit diesen Karten dein Gegenüber anschauen. Ja. Das ist die Königin der Kelche, die ich hier auch schon identifiziert habe. Das ist genau dein Gegenüber, der einfach bei sich ist, ja. Der versucht nicht seine Welt oder ihre Welt dir aufzusetzen, sondern sie ist bei sich, ja. Mit diesen Karten werde ich mir eure partnerschaftliche Ebene anschauen. Ich werde jeweils von diesen Karten eine Karte ziehen für dein Gegenüber, für eure partnerschaftliche Ebene, Orakelkarte. Schauen wir mal, welche Impulse wir da noch bekommen. Wenn ich ihn aufeinander zukommen sehe, werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen. Bist du interessiert an diese Fortsetzung zu deinem Gegenüber? Freue ich mich, wenn wir uns auf Vimeo gleich sehen. Den Link zu der Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Ansonsten, falls nicht, ich wünsche dir einfach die Freiheit und die Offenheit, die dir das Leben diese Woche zu bieten hat. Nehme es an, wie viel es dir möglich ist und trete einfach Schritt für Schritt vorwärts. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ja? Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns gleich drüben sehen. Tschüssi!